Ja, meine Freunde und herzlich willkommen. Heute geht es mal wieder um ein Messer und zwar eins, was ich beim Giveaway gewonnen habe, von dem Stefan 123321. Doch ein sehr bekannter YouTuber hier auf YouTube und da wollte ich mal ja, einen Dank raushauen. Danke. Ich war der glückliche Gewinner dessen in seinem ja, Giveaway und das Messer schauen wir uns mal an. Hier ist es. Ich packe das mal aus dieser ja, Verpackung hier mal aus. War ja nicht so viel Platz. Hier noch eine Lederscheide. Verpackung, die tun wir mal weg. Machen wir zur Seite. So, hier ist das gute Stück. Lederscheide. Ja, ich war echt überrascht. Das war irgendwie vorletzten Monat habe ich ja, bei dem Giveaway irgendwie ja, mitgemacht und Zufall, Glück, whatever, wurde ich gezogen und ja, ich habe mich super gefreut. Ja. Ja, schauen wir uns das Messer mal an. Das ist ein, ich würde es mal sagen, so ein Fahrtenmesser. So beschreibt man das von Haller. Ein naja, Fahrten, Unterwegsmesser, Jausemesser, whatever. Es besteht aus einem Stück und hier die zwei Holzsorten, wo ich echt nicht weiß, was für ein Holz das ist. Das eine ist, glaube ich, Kubote. Habe ich mal im Forum irgendwie gelesen, aber ob das stimmt, weiß ich jetzt nicht. Und das andere, irgend so ein Wurzelholz eventuell, ich weiß es nicht. Aber überhaupt nirgendwo Druckpunkte, irgendwie ist alles schön sauber abgerundet. Und ja, ein cooles Teil. Klingenlänge haben wir von, mal abmessen, Klingenlänge. 10 cm, eine Gesamtlänge von, was haben wir hier, circa 21 cm in etwa. Also 10 Klinge und 11 der Griff. Ja, und hier haben wir so angedeutete Finger, Joy. Hier könnte man auch noch vorne hingehen. Stahl haben wir hier den 420er Stainless Steel. Ja, Fokus will nicht, kann nicht. Hat er denn? Naja, da sieht man es. Ne, hier Messing Pins. Aber das Ding ist scharf wie Sau. Also, es ist echt super scharf. Hier hochglanzpoliert. Und mal ein paar Schneidetests gemacht, irgendwie durch die Zeitung. Das Ding geht durch unrasiert. Hinten ist der Klingenrücken schön gerundet. Also man kann jetzt kein Feuerstahl anreißen, geht damit nicht. Ist auch nicht schlimm, wenn man halt ein Feuerzeug mit. Nein. Ja, und hier eine ganz einfache Lederscheide hier doppelt genäht. Hier einfach mal umgeschlagen. Müsste ich mal vielleicht ein bisschen ölen. Irgendwie und hier. Moment. So, und so sieht das dann halt komplett aus. Kann man durch einen kleinen Gürtel oder hier irgendwie mit Paracord oder so eine Art Dengler-System basteln, damit das dann halt so ja, baumelt oder so einen Rucksack tun. Und hier ist das sehr fest drin, also fällt nicht raus. Eine Stecklederscheide. Aber mir gefällt sie. Die ist halt schon einfach und irgendwie, ja, ist nice. Ne? Ja, aber bestimmt brauchbar. Ja gut, 420er Stahl ist, ich sag mal, für Brotzeit etc. oder was anderes reicht das. Ne? Und der Victorinox Stahl ist ja, wenn ich mich nicht recht, wenn ich mich nicht irre, ist das der 440er A.
Dings und ich bin mit dem Stahl vollkommen zufrieden, mit dem Victorinox-Stahl. Den 420er kenne ich jetzt gar nicht so, habe eigentlich keine Messer damit, also bis auf das jetzt und aber passt schon. Ne? Ja, gut, dann war es das. Wie gesagt, nochmal vielen lieben Dank an den Stefan 123321 hier auf YouTube und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal, wenn es hier wieder was Neues auf dem Tisch gibt. Bis dahin, gesund bleiben und tschüss.